Ja, hallo und willkommen zurück zur Myst, Real Myst Masterpiece Edition mit dem zweiten Teil. Und wir haben quasi an dieser Stelle aufgehört. Ich habe mir letzten Teil ja ein bisschen hier so die Bibliothek mal angeguckt. Und ja, jetzt schaue ich mal, was wir noch so auf dem Island hier haben. Wasser. Mal ein wenig exploren hier. Gut, da haben wir die Uhr. Den Baum. Gut, ich glaube, der dreht sich später. Müsste er zumindest. Da haben wir das Schiff. Ja, wir sollten jetzt eigentlich die erste Age finden. So langsam. Sollte man sich mal bemühen, erste Age zu kommen. Okay, ein Kessel, ein Baum. Und ein Tresor. Sonst nichts, okay. Das sollte hier. Ah, für das Schiff. Okay. Kann man noch nichts anfangen. Selbiges ist da. Es ist auch nur ein Schalter. Ja, es ist halt bei Myst halt etwas umfangreicher hier sich die. Gut, ohne Strom wird das nichts. Sich die ganzen Sachen anzugucken und. Aber mit dem Turm da oben, da müssen wir nochmal. Da muss ich mich nochmal ein bisschen mehr reinfuchsen. Genauso hier mit dem. Sternkarte. Da muss es auch irgendwo noch einen Hinweis geben. Ja, ich werde jetzt erstmal wieder ein Buch lesen. Gucken, vielleicht erhalte ich daraus noch mehr Erkenntnis. Und die Tower Rotation. Schauen wir dann mal weiter. Also, was nehmen wir denn? Ich denke mal, wir hatten ja jetzt dieses Buch hier über die Baumwelt. Dann nehme ich mal das nächste, was nicht verbrannt ist. Das dürfte dieses sein. The Stone. Ah, okay, da steht es sogar drauf. Das ist Channelwood. Und The Stone Ship Age. Okay. Ja, dann werde ich mir jetzt eben The Stone Ship Age durchlesen und dann melde ich mich wieder. Ja, ich habe das Buch durch. Und ja, wie gesagt, es geht sich halt um eine Schiffswelt, die, ich denke mal, von der Tochter geschrieben wurde. So wie sich das liest. Wo es halt drei Jungs gab. Und ja, sie hat die Welt, oder es hat die Welt 10 Jahre lang nicht betreten und anschließend halt wurde dann noch weitergebaut. Viel Palaver, einige Konstellationen sind in dem Buch aufgezeichnet. Ich werde die vielleicht mal nachher probieren, ob man die in den
die Maschine drüben eingeben kann. Ob da irgendwas bei rauskommt. Ich habe mir schon eine rausgeschrieben. Das ist hier der Anker. Und da will ich dann mal mich weiter darum kümmern. Aber das bringt uns auch nicht viel weiter. Ja. Ein roter Knopf. Okay. Damit können wir auch noch nichts anfangen. Nicht wirklich. Aber ich würde doch, glaube ich, gerne zumindest das Channel Wood, das muss mit dem Baum hier zu tun haben. Aber ich glaube, ohne Gas wird das nichts. Da passiert auch nicht viel. Es könnte natürlich sein, dass das muss ich eben mal ausprobieren. Diese Anzeige hier, dass die irgendetwas mit den Schalterstellungen zu tun hat. Könnte sein, eventuell. Deshalb werde ich jetzt einfach mal hier den Schalter umlegen. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die hier von der Spannungsversorgung abhängig sind. Gehe ich einfach mal von aus. Ah ja, da habe ich mir fast gedacht. Also die Schalter werden wohl hier irgendwas in diesem Turm aktivieren. Und dann machen wir testen. Was optisch getan. Ah, okay, da ist der Sichtschlitz. Der zeigt jetzt auf dem Baum, richtig. Dann werden wir mal schauen. Wir haben gelost hier. Weil mit irgendwas muss man ja beginnen. Sollte es jetzt Channel Wood sein, das glaube ich auch nicht verkehrt. Ja, da habe ich nämlich jetzt einen Sichtschlitz. Ja. Also werden wahrscheinlich die Schalter die jeweiligen, ich würde nicht sagen Ages freischalten, sondern halt hier die in der Bibliothek den Turm aktivieren. Da steht auch was. 724. Das könnte der... Richtig. Wir hatten ja in dem Gebäude an dem Baum war ja ein Safe. Ich meine, der war auch dreistellig. 724. Werde ich das mal ausprobieren. So, eben mal aufschreiben. Das sollte man 724 immer ein Blatt Papier bei Mist dabei haben. Das Ganze jetzt nochmal zu verifizieren, werden wir jetzt erstmal. Achso, das war's dann auch Bild. Werden wir jetzt nochmal diese Age hier, also
Missgerät aktivieren. Jetzt müsste der theoretisch auch auftauchen. Ah, ja, okay. Das tut er auch. Aber oder muss ich den erst wieder deaktivieren? Schalter ist umgelegt. Das Ganze jetzt zurück. Da scheint es nichts zu geben. Ach, lassen wir einfach mal an. Gucken, was passiert, wenn wir alle Schalter anmachen, die es hier auf der Insel gibt. Ja, das ist jetzt eigentlich nur im Moment ein bisschen Vorgeplänkel hier. Bei dem ersten Age, das wird ein separates Video werden, wo ich dann halt wirklich nur mich in diesem Zeitalter bewege. Das ist jetzt quasi eigentlich erstmal hier so ein bisschen Geplänkel, sich ein bisschen wieder zurechtfinden nach der doch etwas längeren Zeit, auch ein bisschen wieder ein Gefühl zu kriegen für Myst. Vielleicht habt ihr ja auch schon gesehen, auf meinem Kanal gibt es ja diese Myst-Uro-Reihe, Myst Online, wo ich mit Torius auch unterwegs bin. Da muss ich sagen, kamen mir die bisherigen Rätsel doch recht, ich würde nicht sagen einfach, aber es war nicht sonderlich anspruchsvoll. Da war ich eigentlich von Myst und Riven mehr gewohnt. Und, gut. Da werden auch die entsprechenden Dinge angezeigt. Ah, da haben wir wieder einen roten. Da ist auch was. Da auch, okay. Also wird das wahrscheinlich... Da ist der eine. Also wird dieser Turm, hat dieser Zentrum eine zentrale... Oh, okay, man hätte das natürlich auch gedrückt halten können. Bedeutung, was die Lösung gewisser Rätsel angeht. Einverstanden. Brauche ich mich da also wirklich nicht drum zu kümmern. So, das wird wahrscheinlich... Stone Ship Age sein. Und wenn ich mir das hier mal gerade angucke. Ja. Richtig, die Symbole hier haben deutliche Ähnlichkeit mit den Symbolen halt in diesem Buch. Zumindest was die Sternzeichen angeht. Ich denke mal, wenn man die in der richtigen Reihenfolge oder allgemein in der Reihenfolge aktiviert, könnte man auch dieses Age aktivieren. Aber das werden wir dann mal bei Zeit machen. Ich denke mal, das ist Channel Root hier. So, also ich habe mir das ja aufgeschrieben. 274. Mal gucken. Okay. Ach, 724. Sollte auch lesen können. 724. Ah, hervorragend. Streichhölzer. Macht Sinn. Und jetzt mit den Streichhölzern. Yes.
Hervorragend. So. Warum auch immer Streichhölzer in einem Safe aufbewahrt werden. Und wenn ich jetzt dieses Rad drehe, müsste ich eigentlich, wenn ich jetzt hier drauf gucke... Okay. Geschrieben. Oder auch nicht. Okay, ich kann hier auch nichts irgendwie aktivieren. Ah. Ah, das fährt also hoch. Interessant. Da muss er mal rein. Das fährt weiter. Bestimmt Knopf hier. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Einverstanden. Jetzt habe ich ja quasi den aktiviert. Jetzt muss ich den andersrum runterfahren lassen. Zumindest sollte er runterfahren. Was er nicht tut. Das ist die falsche Richtung. Jetzt fährt er runter. Und rein. Yes, hervorragend. So, das sollte jetzt die erster Age sein. Und es sieht mir aus wie, genau, Channelwood. Channelwood Age. Gut, dementsprechend würde ich sagen, war es das erstmal bis hier. Ich habe wieder einiges gelernt oder wieder neu herausgefunden. Das hat irgendwo alles wieder einen Sinn. Und ja, in der nächsten Folge betreten wir dann halt Channelwood.